Freunde, wie ihr schon gelesen habt, ein Job für einen Titan. Das ist die nächste Standardmission. Ich habe mir vorgenommen, ich schalte mal hier die Aufnahme an, damit ich auch die alternativen Kameras auch habe später. Ich habe mir vorgenommen, alle Missionen durchzuspielen, und zwar, was geht alleine? Sprich, man sitzt mal alleine da und denkt, oh, gestern Abend hier, ich habe mein Auto, hier zum Beispiel dieser Piot, findet ihr den nicht geil, ich finde ihn geil. Aber allein das Los Santos Customs-Schild hier drin, das kostet ja ein Vermögen. Also sprich, ihr müsst zwischendurch immer wieder zusehen, dass ihr Arsch kriegt. Ne? Ihr müsst halt irgendwie zusehen, dass ihr Geld zusammenkriegt, und dann könnt ihr euch auch eure Autos dementsprechend tunen. Aber mit Rennen kann man das natürlich machen, aber ich finde Rennen, das ist alles ein bisschen langwierig. Wenn man Glück hat, kommen da mal ein paar Tausend rum, aber das ist eigentlich ziemlich mühselig. Und dann habe ich mir überlegt, naja, ein bisschen überzogen, Freunde. Und dann habe ich mir überlegt, naja, die Mission ist eigentlich eine einfachere Sache, gerade wenn man allein ist. Ne? Wenn man jetzt hört, die Crew ist noch nicht da hier. Ja, bei uns halt die Jungs hier, Lockfield, Ace, Mario und so weiter und so fort, ist keiner da. Ah ja, da kann man ja wenigstens schon mal ein bisschen Geld machen. Für die nächste Session, die wir machen, da brauchst, wie gesagt, man braucht ja immer Geld. Und es ist ziemlich ekelhaft, wenn du Material brauchst, Munition zum Beispiel, und hast wirklich keine Knete mehr. Weil du dir am Tag davor einfach nur eine Hupe gekauft hast, ja. Also, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Wenn man sich so ein Auto vornimmt, dann ist es auch ratzfatz leer, das Geld. Ne? Egal, was du hast. Also, man kann da schon ordentlich was reinstecken. Jetzt gibt es natürlich Leute, die haben Millionen hier, klar. So weit komme ich gar nicht. Ich bin hier am Drehen, am Filme aufnehmen, am Missionen machen. Heißt Missionen, kommt auch ein bisschen was rum, gebe ich zu. Aber, naja, so viel ist es dann letztendlich auch nicht. Aber wir kommen mal jetzt hier zu dieser Mission. Wir müssen zum Flughafen. Ne? Der Titan ist ja so ein Vier-Propeller-Ding da. Und hier, das ist eine recht gute Möglichkeit, auf den Flughafen drauf zu kommen. Hoppala. Naja, okay. Und hier vorne, direkt vor mir, dieser Hangar, das ist der Hangar, wo dieser Flieger drinsteht. Ne? Wir gucken uns das... Na komm her, ich guck mir das jetzt mal an, ich zeig's euch. Wir könnten rein theoretisch von hier aus schon den Sniper auspacken und dann dementsprechend hier loslegen. Also ihr seht es hier. Da steht der vierstrahlige Heini drin, und hier stehen überall Jungs rum. Da. Also es sind ordentlich, hier ist ordentlich Material vorhanden. Im Grunde genommen, wie gesagt, es ist eine Mission 1 bis 6. Könnte man da mit einem gepanzerten Fahrzeug reinfahren, wenn das Fahrzeug voll ist, 4 Leute drin oder so, dann ist das auch relativ schnell sauber da vorne. Wir wollen es aber jetzt ein bisschen sicherer machen. Ich nenne es einfach mal sicherer. Dafür fahre ich hier an diesen Klotz. Dieser Klotz ist nicht sehr weit weg von diesem Hangar. Sprich, für meinen Sniper ist das hier genau das Richtige. Ich stelle mich hier ein bisschen um die Ecke, und dann fange ich an, hier ganz gemütlich die Jungs wegzumachen. Eine. Na. Zwei.
Und jetzt kommen sie hier angelaufen. Ihr seht das schon. Drei. Vier. Fünf. In die nächsten. Sechs. Ups. Sieben. Acht. Neun. Oder habe ich mich schon verzählt? Kann auch sein. Hoppala. No. Wirst du wohl umfallen? No. Wer noch? So, haben wir hier noch einen? Hier sollte eigentlich noch einer. Ja, genau. Da ist noch einer versteckt. Kommt auch der nächste schon wieder gelaufen, sehe ich. Den erstmal, bevor der näher kommt. Der ist auch weg. So, und jetzt nochmal. Ah, guck mal hier. Hier hat der nächste sich wieder hingestellt. Na, och, das ist schon ziemlich weit weg. Also hier. Die Maus, die hat da schon. Gut. Okay, das scheint mir soweit der erste Schwung gewesen zu sein. Na, komm, setz dich in dein Auto. Was ist das hier? Ich bin die letzte Zeit zu schnell mit dem Losfahren. Natürlich die Uzi im Anschlag hier, weil es war noch nicht alles. Es sind noch ein. Ups. Da sind noch welche hier. Da ist noch eine. Der ist weg. Hier oben ist noch eine. Achtung. Der da. Ist da schon wieder einer von vorne? Ah, oh, ne, von hinten. Okay. Heiland der Welt. Die zwei machen wir zu schaffen. Der ist weg. Na komm. Ah, jetzt nicht mit eurem Arsch da vor jetzt hin. So, und dann haben wir die nächsten hier. Also ihr seht, es sind ein paar. So, da hinten die am Auto waren fertig. War aber immer noch nicht alles, da ist also noch eine. Keine Ahnung, wo der rumspringt. Ich sehe ihn auch ehrlich gesagt nicht auf dem Radar jetzt. So viel zum dem Heini hier. Komm, oh, komm, lass mich doch mal durchschieben. So, und dann gehen wir direkt zum Titan. Es ist wie gesagt eine ganz einfache Mission, muss ich euch ehrlich sagen. Hört sich zwar irgendwie schwer an, ne?
Ein Job für einen Titan, aber so schwer ist er nicht. Vollgas. Vollgas draufhalten. Ungefähr bis zur ersten Rollbahn und dann hochziehen. Zack und weg. Adios amigos. So. G für Fahrwerk einziehen. Oder halt dementsprechend ist auf eurem Joypad. Und dann fliegen wir hier. Ich weiß, ist nicht die richtige Richtung, aber ich fliege immer hier auf diese Bergkette hier zu. Und zwar deswegen, weil ich dann dementsprechend direkt die Landebahn anvisieren kann. Werdet ihr gleich sehen. Tja, das war's eigentlich schon. Das Einzige, was jetzt noch problematisch eventuell ist, ist die Landung. Aber auch da denke ich, wenn wir kein Problem haben, hoffe ich. Das ist immer so eine Sache, ne? Wo man dann, wenn man dann sagt, naja, es ist ja easy, es ist ja total easy, und dann geht es voll in die Ruhe. Ja, weil man sich nicht dementsprechend konzentriert und so weiter und so fort. Wem erzähle ich das? Ihr wisst das selbst. Schön. Sehr, sehr, sehr schön. Wir sind auch eigentlich schon wieder im Sinkflug. Ihr seht das ja. Also ich tue jetzt die Höhe, wenn ich die einmal hatte, eigentlich nicht mehr wirklich verändern. Gut, hier steigt auch das Gebiet an, ist schon klar, aber ich glaube, ich tue auch sinken. Also, wenn man nichts macht, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass der sinkt. Und das wird er auch tun. Also, wenn wir nicht hochziehen, hat er aufgesetzt, glaube ich. So. Gut. Und hier vorne sollte auch schon unser Ziel sein. Genau. Optimal. So fliegen wir jetzt an hier. Unten auf dem Radar könnt ihr gleich die Landebahn sehen. Und dann. Ah, jetzt. Genau. Und dann könnt ihr auch schon vorher drauf einstellen, ne? Wie muss ich die anfliegen. Aber so ist es eigentlich schon optimal. Das sind gerade noch. Vorne ist schon vor uns. Ein bisschen horizontal. Und dass wir hier unten irgendwo neigen. Schnell passiert, ja. Also man ist schnell irgendwo eingeschlagen. So, und jetzt müssen wir relativ. Geh. Fahrwerk ausfahren. Und dann. Stopp. Ja, das war's eigentlich schon, Freunde. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir nicht irgendwo hängen bleiben. Das ist nämlich wirklich schnell passiert mit dem Bock. Dass man irgendwo mit der Tragfläche hängen bleibt. Komm, fahr. Zum Beispiel da vorne auf der rechten Seite diese Palmen. Beim Landen wird sehr gerne genommen. Ja. So. Jungs. Ein Job für einen Titan. Relativ fix erledigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Möglichkeiten findet, dass man das Ganze noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen effizienter machen kann, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Ansonsten würde ich sagen, halt die Ohren steif, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!